Ich habe überlegt, ob ich schon mal so früh morgens eine Predigt gehalten habe, ist mir bisher noch nicht passiert. Das ist was ganz Neues für mich und für euch vielleicht auch. Ich hatte mal einen Tag, ich habe mal so ein Revue passieren lassen, welche Ausnahmesituationen gab es schon mal bezüglich Predigt. Ich hatte einen Tag, da habe ich 5 Predigten an 3 verschiedenen Orten gehalten. Das war schon außergewöhnlich, aber um 7 Uhr morgens noch nicht. Und ich hoffe, dass ihr aufmerksam genug seid, dass ihr gut geschlafen habt, dass euch das Frühstück nicht fehlt, dass ihr hinterher auf uns wartet. Und ich verspreche euch, ich habe ganz, ganz feste vor, die Zeit nicht zu überziehen, sodass wir pünktlich zum Frühstück und auch zu den Workshops kommen werden. Es ist die erste Predigt für mich im neuen Jahr. Neues Jahr. Gestern Abend hat ja Leandro schon die Frage gestellt, ob jemand von euch sich irgendwelche Vorsätze genommen hat. Irgendwas, was er gerne in dem neuen Jahr als Ziel verwirklichen möchte. Und das haben so viele von euch aufgezeigt. Ich auch. Jetzt, wo es die erste Predigt im neuen Jahr ist, möchte ich gerne darauf ein bisschen näher mit euch eingehen, aber im Sinne der Rückschau auf das vergangene Jahr. Mich würde mal interessieren, wer von euch Vorsätze, die er sich für 2019 vorgenommen hatte, auch das ganze Jahr durchgehalten hat. Darf ich da mal sehen? Einfach kurz die Hand heben, wer das geschafft hat. Sehe ich tatsächlich nur eine Hand. 2, 3, 4, 5, 6 zögerliche Hände. Es ist leider so, dass viele Vorsätze schon nach 3, 4 Wochen nicht mehr wirklich eingehalten werden. Und dazu gehört nicht nur, ich melde mich im Fitnessstudio an und tue was für meine Gesundheit. Das machen ja viele zum neuen Jahr. Das ist meist nach einem Monat schon wieder vorbei. Es braucht auch bei anderen Vorsätzen häufig nicht länger als etwa einen Monat, bis sie gebrochen sind und damit die Motivation auch für die restlichen 11 Monate weg ist. Es gibt eine andere Sache, die sich jedes Jahr, wenn das neue Jahr beginnt, auch jährt. Jedes Jahr wieder neu gibt es etwas, wovon die Zeitungen voll sind, die Medien voll sind, was uns interessiert und dann ist auch schnell wieder vergessen. Zumindest bei vielen dieser Infos, die man da kriegt, ist es schnell wieder vergessen. Das sind die Vorhersagen für das neue Jahr. Weiß nicht, ob ihr euch damit beschäftigt habt, was jetzt so aktuell für das anstehende Jahr wieder vorhergesagt wird. Ich finde es interessanter, zurückzuschauen, was wurde vorhergesagt und was ist tatsächlich eingetroffen. Ich habe hier eine Liste für euch mit dem, was für 2019 vorhergesagt war an außergewöhnlichen Ereignissen und damit dann auch gleich, ihr werdet es eh wissen, was davon eingetroffen ist und was nicht. Oben auf der Liste steht, Facebook wird zu Ende gehen, wird das Jahr 2019 nicht überleben. Ich weiß nicht, wie man darauf kommen konnte, dass es zu Ende wäre, 2019, das ist nicht der Fall. Die Aktie ist gut gestiegen, es geht weiterhin voran mit Facebook. Eine andere Vorhersage für das vergangene Jahr war, Donald Trump wird das Jahr nicht überleben. Und zwar nicht nur politisch, sondern wirklich, was sein Leben angeht. Es wurde vorhergesagt, es wird einen Anschlag auf ihn geben und er wird dieses Jahr nicht beenden. Wir alle wissen, er lebt immer noch. Und so wie er selbst sagt, ist er der gesündeste Mensch auf Erden. Wir wissen ja, dass er immer der Beste in allem ist, was seine Gesundheit angeht, hören wir das auch von ihm. Es wurde auch vorhergesagt, dass Europa zerbröseln würde und nur noch einzelne Inseln übrig bleiben. Vielleicht hat es jemand von euch gehört, da sollte es zu einem ganz seltenen physikalischen Phänomen kommen. Die Pole sollten sich umdrehen. Also Nordpol würde zu Südpol und umgekehrt werden. Ein magnetischer Polsprung. Und damit sollte es dann auch geologische Auswirkungen geben. Wir sind alle noch hier, Europa besteht immer noch. Es ist nicht geschehen. Dann gab es jemanden, der hat vorhergesagt, dass die Welt im Jahr 2019 nur noch 3 Wochen währen würde. Denn am 21.01. gäbe es eine Mondfinsternis und dieser Mond würde dann nicht nur finster sein im Kernschatten der Erde, sondern er ist der Erde auch so nah, dass er besonders groß war und rot angeleuchtet wurde. Und wenn sowas passiert, dann muss die Welt ja untergehen. Also am 22.01. hätten wir gar nicht mehr leben dürfen, so war die Vorhersage. Ist nicht eingetroffen. Naja, und dann noch was Politisches, es wurde auch vorhergesagt, dass die Große Koalition hier in Deutschland nicht das Jahr überleben würde. Und wir wissen, sie besteht immer noch. Obwohl das vielleicht eine Vorhersage war, die ein gewisses Maß an Wahrscheinlichkeit hatte. Wenn man auf das neue Jahr vorausschaut, gibt es natürlich auch wieder Vorhersagen, mit denen wir uns jetzt nicht näher beschäftigen wollen. Es sind ganz abstruse Leute in der Regel, die das vorhersagen. Und vieles davon ist so vage formuliert, dass es passieren kann, nicht passieren muss. Man hinterher nicht mal genau definieren kann, ob es passiert war oder nicht. Das sind die meisten Vorhersagen. Aber ich bin sicher, es gibt so manches in eurem persönlichen Leben, von dem ihr schon wisst, das steht in dem Jahr an. Vielleicht steht jemand von euch kurz vorm Abitur und weiß, das kommt dieses Jahr mit gnadenloser Sicherheit. Vielleicht hätte man gern noch ein bisschen Aufschub, noch ein bisschen Zeit, aber man weiß, die Termine stehen fest und da muss man durch. Vielleicht hat jemand von euch einen Studienabschluss oder Ausbildungsabschluss vor sich und weiß, auch die Termine, die kommen ganz sicher. Egal, was man da vielleicht gegen tun möchte, das wird anstehen, das wird kommen und das sind große Umwälzungen, Umbrüche im eigenen Leben.
Vielleicht zieht jemand von euch von den Eltern aus in die erste eigene Wohnung, beginnt ein eigenes Leben. Beginnt damit, die ersten wirklich größeren eigenen Entscheidungen auch zu treffen. Und vielleicht steht bei dem einen oder anderen auch beziehungstechnisch was Größeres an. Vielleicht hat jemand vor, zu heiraten oder sich zu verloben. Ich weiß es von mindestens zwei meiner Studenten, dass jetzt Verlobung, na eigentlich sogar von dreien oder Hochzeit ansteht in dem jetzt kommenden Jahr. Und ich weiß auch, zumindest eins, zwei von denen sind ziemlich aufgeregt. Wie wird das werden, wenn ich jetzt die Frage stellen werde, ob wir nicht heiraten? Oder wie wird dann auch die Hochzeit an sich verlaufen? Es gibt ja so viel zu bedenken und hoffentlich geht nichts schief. Ich denke, bei jedem von euch gibt es irgendwas, was ansteht, was vielleicht mit einem gewissen Maß an Aufregung oder auch Sorge verbunden ist. Wenn ich zurückdenke an den 31.12., einige Jahre zurück in meinem eigenen Leben und so an den Anfang auch, als ich mit meiner jetzt Frau, damals Freundin, zusammen war, die ersten Jahre am 31.12. war immer eine Zeit, da habe ich mit ihr darüber gesprochen, wo ich wohl oder wir wohl in einem Jahr stehen würden. Und zwar jetzt nicht nur, was unsere Beziehung angeht, sondern vor allem, was meinen Beruf angeht, weil ich einige Jahre brauchte, bis für mich klar war, wo ich eigentlich hingehöre. Ich bin froh, meinen Platz gefunden zu haben, aber das war ein schwieriger Prozess. Und immer am 31.12., wenn es darum ging, dann Silvester zu feiern, mit der Familie zusammen zu sein, war das eine Frage, die mich ziemlich stark beschäftigt hat. Wo stehe ich in einem Jahr? Vielleicht stellt ihr euch die Frage auch vor verschiedenerlei Hintergrund, Herausforderungen, die anstehen oder wichtige Entscheidungen, die zu treffen sind. Und eines hat sich für mich dann als Frage so herauskristallisiert. Ich war als 17-Jähriger an der Religion plötzlich am Glauben sehr stark interessiert. Und die Zeit, von der ich eben sprach, wo es mir darum ging, wo stehe ich wohl in einem Jahr, war eine Phase, in der ich Gott gerade immer besser kennenlernte und mich dann auch fragte, so als eine Kernfrage, hat er einen Plan für mein Leben? Weiß er schon genau, wo ich in einem Jahr stehe? Das konnte ich beantworten mit ja. Das war für mich von meiner religiösen Erziehung her alles schon klar gewesen. Aber könnte ich diesen Plan vielleicht vereiteln? Das war eine Frage, die für mich ganz wichtig wurde, weil das für mich schrecklich gewesen wäre. Ich wollte wissen, dass Gott für mich einen guten Plan hat, auch wenn ich ihn noch nicht kenne, dass ich zumindest weiß, da wo ich in einem Jahr stehe, das weiß er nicht nur, sondern ich kann es auch nicht verhindern. Seinen guten Plan wird er in meinem Leben erfüllen. Das hätte mir so eine Sicherheit gegeben. Aber ich hatte den Eindruck, als Menschen können wir doch so viel kaputt machen. Wir können so leicht einen Strich durch die Rechnung machen. Wir können Gott im Wege stehen und sind dann nicht dort, wo er uns haben möchte. Ich habe mich, als es um Weihnachten ging und jetzt Neujahr, ein bisschen näher mit dem Zeitplan im Leben Jesu Christi beschäftigt und dem Zeitplan auch in unserem Leben. Und wenn wir uns das ansehen, dann wird deutlich, es gibt tatsächlich einen ganz festen Plan, mit dem Gott seinem Sohn, aber auch uns als seinen Söhnen und Töchtern Halt geben möchte. Wenn wir uns ansehen, wie es im Leben Jesu war, dann stellen wir fest, schon zu seiner Geburt gab es einen genau festgelegten Plan. In Galater 4, Vers 4 hören wir, als die Zeit erfüllt war, wurde er in diese Welt geschickt. Und Ellen White ergänzt im Leben Jesu sogar noch, und ich zitiere, wie die Gestirne auf ihrer riesigen festgelegten Bahn kennen Gottes Absichten weder Eile noch Verzögerung. Die Stunde des Erscheinens Jesu Christi war im himmlischen Rat festgelegt worden. Und als die große Weltenuhr diese Stunde anzeigte, wurde er in Bethlehem geboren. Jetzt gab es ja so viel an weltpolitischen Umständen, so viel auch an lokalen Umständen drüben in Palästina damals. Und vielleicht hätte man meinen können, Gott macht jetzt die Geburt seines Sohnes davon abhängig, wie sich diese Dinge entwickeln. Was wir hier in diesem Kapitel bei Ellen White lesen ist, er hat die politischen Umstände so geführt, dass genau zum richtigen Zeitpunkt die Geburt möglich war und exakt hineinpasste in den Weltenplan. Mit anderen Worten, was wir oft so sehen in dem Weltgeschehen, das uns umgibt, im Gesellschaftsgeschehen, das uns umgibt, wo wir meinen, Gott sei vielleicht abhängig davon, denn jetzt ist gerade dies oder jenes passiert, darauf muss doch Gott reagieren. Wir müssen es umgekehrt betrachten. Er hat es so kommen lassen, damit sein Plan zur Ausführung kommt. Er reagiert nicht, er ist proaktiv unterwegs. Er hat einen Plan, eine Weltenuhr, von der wir hier hören, die die Stunden genau anzeigt für die großen, die wichtigen Ereignisse in dieser Welt. Ich erinnere auch an Daniel 2, wo wir von Daniel hören, als er diese Vision hatte, die Nebukadnezar ja vorher schon gezeigt wurde, er sagt, Gott setzt Könige ein und ab, jedem Tag und Stunde bestimmt. Und das hören wir in Daniel 7 auch nochmal, wo es um das große göttliche Gericht geht, einem jeden war Tag und Stunde festgelegt. Und wenn wir uns damit beschäftigen, wie es manchmal mit großen Königreichen zu Ende geht, dann sehen wir da auch immer wieder, sind oft einzelne, nicht mal nur Stunden, sondern Momente, in denen das Schicksal von Nationen entschieden wird.
Ein bekanntes biblisches wäre Daniel 5, das Festmahl von Belsazar. Noch in dieser Nacht, hören wir von Daniel, ist das Königtum von Belsazar weggenommen worden und wurde den Medern und Persern gegeben. Und historisch wissen wir, was in dieser Nacht geschehen ist. Sie waren gerade dabei, den Euphrat zu durchschreiten, der vorher umgeleitet wurde von Kyros, um in dieser Nacht dann diese Stadt einzunehmen. Genau festgelegt. Es ist zwar nicht mit dieser Nacht und mit dieser Stunde vorhergesagt gewesen von Gott, aber er hat es festgelegt. In seinem allmächtigen, allwissenden und weisen Rat. Das bedeutet für uns, was auch immer uns Sorgen macht in dem Jahr, das jetzt vor uns liegt, was auch immer für Entscheidungen anstehen, wir wissen ganz genau, wir dürfen biblisch ganz genau wissen, dass Gott schon festgelegt hat, zu welcher Stunde welche Entscheidungen getroffen wird, welche Weichen gestellt werden und was wie geschehen wird. Wie beruhigend das zu wissen. Aber schauen wir uns noch ein bisschen näher an, wie das im Leben Jesu zum Ausdruck kam. Ich denke da an Johannes Kapitel 12. Seine Geburt genau festgelegt und was seinen Tod angeht, hören wir auch davon. In Johannes 12 sagt er selbst, in Vers 23, die Zeit ist jetzt gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wir haben manchmal so Momente in seinem Leben, wo er sagt, jetzt ist die Zeit gekommen, dass. So auch hier in Kapitel 12 von Johannes Kapitel 12, Vers 23. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Und woher weiß er das? Wir hören vorher von der Begebenheit, dass Griechen nach Jesus fragen. Das sind jetzt Heiden auf das Fest gekommen oder vermutlich waren es Proselyten griechischer Herkunft, die mehr von dem Messias wissen wollen. Jetzt kommen Ausländer, die nach dem Messias fragen. Und für Jesus wird damit deutlich, jetzt ist dieses Kapitel im Heilsplan aufgeschlagen, an dem es wahr wird, dass er ans Kreuz geht. Er wusste das schon länger, er hat es schon öfter angekündigt, aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt hat er erkannt, jetzt ist es soweit. Und wir hören im gleichen Kapitel in Vers 31, jetzt ergeht das Gericht über diese Welt, nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Also auch was den Plan seines Kontrahenten, seines Gegners, Satans angeht und wann für ihn gewisse Zeiten abgelaufen sind. Auch das wird uns hier deutlich gemacht, auch da gibt es einen Zeitplan, der in dem Fall zusammenfällt mit der Kreuzigung Jesu. Da wird auch dieser Fürst der Welt ausgestoßen werden und sein Handlungsspielraum wird eingeschränkt werden. Dieser Zeitplan, wie ich schon sagte, richtet sich nicht nach den aktuellen Ereignissen in dieser Welt, sondern er beinhaltet sie vielmehr. Dieser Zeitplan selbst ist schon viel früher festgelegt worden. Manchmal denkt man auch, das sei eine Reaktion Gottes gewesen auf den Sündenfall. Da ist die Sache passiert im Paradies, Eva und Adam haben sich falsch entschieden und jetzt musste Gott reagieren und einen Plan in Kraft setzen, um uns Menschen zu retten. Wenn wir aber reinschauen in die Bibel, sehen wir, dass dieser Plan nicht als Reaktion auf den Fehler der ersten beiden Menschen entstanden ist, sondern schon vorher bestand. In 1. Petrus 1, Verse 19 und 20 sagt uns Petrus, ihr seid erlöst mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen. Ehe der Welt Grund gelegt wurde. Vor der Schöpfung und damit auch schon vor dem Sündenfall gab es diesen Plan, der schon beinhaltete, dass Jesus nicht nur geboren werden würde, sondern auch sterben würde. Und natürlich auch alles, was darüber hinausgeht oder was vorher gewesen ist. Und wir sehen ja auch im Leben oder im Schicksal des Volkes Gottes, dass hier gewisse Zeiten festgelegt gewesen sind, gewisse Kapitel, die ablaufen sollten, in denen Gott seine Macht und seinen Charakter offenbaren würde. Bis dahin, dass eines Tages Jesus als Teil dieses Volkes geboren werden würde. Jetzt sehen wir im Leben Jesu, er ist zu genau der richtigen Stunde, wie Ellen White es sagt, in Bethlehem geboren worden. Aber eigentlich war das ja gar nicht der Ort, an dem man es hätte erwarten müssen. Seine Mutter wohnte in Nazareth und später kehrte seine Mutter mit ihrem Mann, mit Josef, wieder nach Nazareth zurück, nachdem sie zwischendrin in Ägypten waren. Bethlehem war nur ein kleines Intermezzo, weil es zu dieser Volkszählung gekommen ist und weil Josef als der Vater, als Namensvater sozusagen, als derjenige, der diese Frau, die Mutter, mit ihr verlobt gewesen war, weil er aus diesem Stamm Benjamin, aus dem Stamm, Entschuldigung, Juda gewesen ist und damit zurück musste nach Bethlehem. Aber genauso ist es geplant und genauso ist es vorhergesagt gewesen, obwohl es nur eine so kurze Zeit war. Jetzt ist es so exakt festgelegt gewesen. Und dann hören wir doch für die nächsten 30 Jahre fast gar nichts von Jesus.
abgesehen von seiner Darstellung beim Tempel, abgesehen von der kurzen Zeit am Tempel im Alter von 12 Jahren, hören wir nichts mehr von ihm. Es sind stumme Jahre. Gerade seine Jugendzeit wäre äußerst interessant gewesen. Im Leben Jesu von Ellen White, in dem Buch hören wir einiges darüber, aber in der Bibel herrscht Schweigen. Und alles, was wir hören über die Zeit, ist eine Zunahme an Alter, an Weisheit, an Kraft und an Gnade bei Gott und den Menschen. Und dann hören wir im Alter von etwa 30 Jahren, dass er auftritt, als Johannes beginnt, in der Wüste zu predigen. Wenn Gott alles so genau geplant hat und jede Stunde festgelegt hat, sogar den Ort der Geburt und die Umstände der Geburt genau geplant hatte, warum dann 30 Jahre des Schweigens? Ist das nicht Verschwendung? Wenn wir den Plan des Lebens Jesu hätten zeichnen müssen, 30 Jahre weitgehende Ruhe wären vermutlich nicht Teil dessen gewesen. Und wenn wir dann reinschauen in den Beginn seines öffentlichen Wirkens, sehen wir, offenbar ist jetzt plötzlich nur noch wenig Zeit für sein Wirken. Markus Kapitel 1 dürft ihr gerne mit mir aufschlagen. Ich nehme hier einzelne Verse raus. In Markus Kapitel 1 wird es ganz besonders deutlich, wie intensiv sein öffentliches Wirken verlief. Jetzt tritt er auf und sofort, so würden wir es als Menschen bezeichnen, hat er Stress. Von Anfang an. Markus Kapitel 1, Vers 12. Jesus ist gerade getauft worden. Dann hören wir hier, sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und dort wird er jetzt versucht von Satan, diese 40 Tage. Vers 15. Jesus tritt auf und worüber er predigt ist, die Zeit ist erfüllt. Hier hören wir also auch wieder von Zeit. Jetzt ist ein Zeitpunkt erreicht, an dem er predigt und die Leute zur Umkehr ruft. Vers 18 hören wir wieder, sogleich verließen sie, die Jünger, die Netze und folgten ihm nach. Vers 20, sogleich rief er sie und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit den Lohnarbeitern im Boot und gingen weg ihm nach. Immer wieder dieser Begriff sogleich. Heute würden wir es neudeutsch eher als sofort, unmittelbar ausdrücken. Also da vergeht keine Zeit mehr, sie handeln sofort, da ist keine Zeit zu verlieren. Das war Vers 20 und wir hören schon viermal von Zeitdruck. Vers 21, sie gehen nach Kapernaum hinein und sogleich ging er am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Keine Zeit zu verlieren, direkt in die Synagoge. Vers 23, und sogleich war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist. Mit anderen Worten, sofort wird deutlich, da ist jemand, der eigentlich nicht dahin gehört. Und Jesus kümmert sich darum. Vers 28, und die Kunde von ihm ging sogleich hinaus, überall in die ganze Umgebung Galiläas. Also auch was die Mitwirker angeht, die von ihm berichten, die über ihn erzählen, keine Zeit zu verlieren. Diese Botschaft muss sofort weitergegeben werden. Vers 42, und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Wenn Jesus etwas tut, wenn er hier jemanden heilt, sofort passiert es. Und dann noch Vers 43, er bedrohte ihn und schickte ihn sogleich fort. Also dieses erste Kapitel dieses Evangeliums von Markus ist wirklich voll von diesem Begriff und von diesem Zeitdruck, von diesem Stress, von dieser Intensität, mit der Jesus gearbeitet hat. Aber 30 Jahre vorher war Ruhe. Und wir wissen, es waren etwa 3,5 Jahre, in denen er wirkte. Und in dieser Zeit hat er wirklich jeden Tag von morgens bis abends und oft sogar die Nacht ausgekauft, hat sie genutzt, um zu wirken. Weil klar war, wenn er dann auftreten würde, dann wird nicht mehr viel Zeit bleiben. Der Widerstand würde sich schnell formieren und bis es dann zum Kreuz geht, würde nicht viel Zeit bleiben. Und so wirkt er in nur etwa 3,5 Jahren so viel, wie es kein Mensch vor ihm und kein Mensch nach ihm geschafft hat. Er hat die ganze Welt bewegt. Bis heute. In nur 3,5 Jahren des öffentlichen Wirkens. Um das gut zu tun, war auch die ruhigere Zeit vorher wichtig. Er hat gearbeitet als einfacher Zimmermann. Er hat Möbel hergestellt oder er hat geholfen beim Hausbau. Das ist seine Tätigkeit gewesen. Der Sohn Gottes, der die Welt erschaffen hat, baut Möbelstücke oder hilft, Häuser herzustellen. Und macht das, bis er 30 Jahre alt ist. Ich habe euch eingangs gesagt, dass es mir oft so ging, das war über mehrere Jahre hinweg, dass ich mich gefragt habe, wo stehe ich wohl in einem Jahr? Ich habe verschiedene Dinge studiert, was auch damit zusammenhängt, dass ich mich nicht richtig entscheiden konnte, wo ich eigentlich hingehöre. Wo es hingehen soll, dass Gott in seinen Plänen oft noch recht unklar war. Im Nachhinein weiß ich warum. Das war gar nicht verkehrt. Es hat mir viel geholfen. Es hat mich sehr vorangebracht. Aber diese Unsicherheit, nicht genau zu wissen, wo stehe ich in einem Jahr, wo gehöre ich hin, war nicht angenehm.
Ich hätte es viel angenehmer haben können, hätte ich das mehr betrachtet und mir einfach bewusst gemacht. Auch in Jesu Leben gab es eine lange Zeit der Vorbereitung. Ich darf nicht ungeduldig sein, wo Gott mit mir geduldig ist. Wo er eine gewisse Zeit vorgesehen hat der Vorbereitung. Wichtig ist, dass wir das auf uns wirklich für uns so zulassen in unserem Leben. In Prediger 9, Vers 11 hören wir, wiederum sah ich, wie es unter der Sonne zugeht. Zum Laufen hilft nicht schnell sein, zum Kampf hilft nicht stark sein, zur Nahrung hilft nicht geschickt sein, zum Reichtum hilft nicht klug sein. Und dass einer angenehm sei, dazu hilft nicht, dass er etwas gut kann, sondern alles liegt an Zeit und Glück. Jetzt würden wir als Christen nicht von Glück sprechen. Wir reden von Gottes Vorsehung, wir reden von seinem Plan, wir reden von Gottes Segen. Worum es mir in diesem Vers geht, ist, der richtige Zeitpunkt ist entscheidend. Und ich glaube, es hat jeder von uns schon erlebt, dass manche Dinge, gerade wenn es darum geht, vielleicht mal ein kritisches Thema bei jemandem anzusprechen, dass es den richtigen Zeitpunkt erfordert, um gewisse Themen anzusprechen oder gewisse Projekte auch durchführen zu können. Die richtige Zeit ist wirklich Gold wert und es müssen sich Türen öffnen, um etwas realisieren zu können. Wenn sie geschlossen sind, kann man gegen Wände, gegen Türen anrennen und man kommt nicht hindurch. Und das macht dieser Text hier deutlich. So wichtig es Salomo sonst ist, und er redet davon ja so viel in seinem Buch der Sprüche, auch in Prediger, dass man Weisheit erlangen muss, dass man klug planen soll, dass man dann auch beharrlich und beständig vorangehen soll in diesen guten und weisen, mit Gott gelegten Plänen, macht er doch hier klar, wenn es der falsche Zeitpunkt ist, dann wird es nicht gelingen. Es kann nur gesegnet sein, wenn es zur richtigen Zeit geschieht. Sonst hilft auch große Kraft oder großes Wissen oder großer Reichtum nicht. In Psalm 139, einer meiner Lieblingspsalmen, hören wir, dass es für jeden Menschen einen Plan für sein Leben gibt und dass Gott ganz genau weiß, nicht nur was in welchem Jahr geschehen wird, unterm Strich was da rauskommt, an Höhen und an Tiefen, sondern jedem einzelnen Tag. Psalm 139 hören wir, ich lese hier ab Vers 1, Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn sieh, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und in Vers 16 sagt er, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Gott kennt jeden Tag, alle Tage, von denen noch keiner da war. Und wie wir hier hören, er kannte jeden Tag unseres Lebens noch, bevor wir überhaupt bereitet waren, bevor unsere Mütter schwanger gewesen sind. Er kannte jeden dieser Tage, bevor es unsere Mütter überhaupt gab. Nicht nur jeden dieser Tage, was so die großen Ereignisse angeht, sondern jedes einzelne Wort. Dazu muss er jeden Gedanken gekannt haben. Jede Sorge, die uns bewegt, oder jede Vorfreude, die uns bewegt, kannte er, bevor wir existierten. Was für eine Sicherheit uns das vermitteln kann, wenn wir uns das vor Augen halten. Denn das bedeutet auch, er kennt schon jedes falsche Wort, das ich gesagt habe. Er kennt auch jeden Fehler, den ich begehe. Er weiß genau, wo ich einen Strich durch seine Rechnung machen würde. Diese Sorge, von der ich sprach, die mich so lange bewegt hatte, meine Sorge, aus diesem Plan irgendwie rauszufallen, nicht exakt nach dem zu laufen, was Gott in seiner Güte für mein Leben vorgesehen hat. Wenn ich mir das vor Augen halte, ist für mich klar, das kann gar nicht geschehen. Sondern er weiß ja auch schon, wo ich in der Gefahr stehe, falsch abzubiegen. Er berechnet das mit ein. Und wenn wir uns die Zeitpläne Gottes in der Bibel anschauen, was sein Volk Israel angeht, oder auch wenn wir an das moderne Volk Gottes, die Christenheit denken, an die Sache mit 1844 und anderes, dann sehen wir, er berechnet alles an Fehlverhalten, alles an Extrarunden, die wir machen, sowieso schon von vornherein mit ein. Es gibt nichts, was ihn überraschen könnte. Es gibt keinen Fehler, mit dem wir versehentlich rausfallen könnten aus seinem Plan. Wie beruhigend das ist. Das kann uns alle Ängste nehmen, alle Sorgen nehmen. Es gibt nur eine Möglichkeit, da rauszufallen. Und das ist, wenn ich mich ganz offen gegen ihn wende. Wenn ich sage, ich möchte nach meinen eigenen Plänen leben und mit Gott nichts zu tun haben, dann lässt er uns machen. Und selbst dann, ich erinnere an die Geschichte vom verlorenen Sohn, selbst dann hat er Möglichkeiten, uns von dort, wo wir hingehen, wieder zurückzuholen und Teil seines gütigen Planes für uns werden zu lassen. In 1. Samuel 10 hören wir,
wie exakt dieser Plan in unserem Leben funktioniert. Wie genau er unseren Tag takten kann. Wenn es Momente gibt, vor denen wir zittern. Es hat sicherlich, ich schätze mal, haben das viele von euch auch schon erlebt. Ich hatte schon so manche Prüfungen in meinem Leben, weil, vor allem wenn ich an die Zeit an der Uni denke. Ich war in verschiedenen Hochschulen, ich hatte verschiedene Prüfungen, manche davon waren wirklich schwer. Und ich habe so manches Mal vor der Tür gesessen und wusste, der Nächste bist du. Und ich hatte eine Prüfung gehabt, es ging um das Doktorat in Theologie, die ging 4 Stunden. 4 Stunden Prüfung vor etwa zehn Professoren, alles Fachmänner in ihren Gebieten, die jetzt nur da sitzen, um mich zu prüfen. Und ich habe mir nur gewünscht, 4 Stunden weiter zu sein. Wenn es so einen Joker gäbe, mal in die Zeit, so in die Zukunft zu gehen, einfach mal 4 Stunden, 5 Stunden, einen Tag nach vorne zu gehen. Ich hatte so manches Mal so Momente, wo ich mir dachte, jetzt würde ich diesen Joker nutzen. Aber man muss ja doch durch. Ich bin nur froh, dass die Uhr genauso unbarmherzig, wie sie bis zu dieser Minute hinführt, in der man dann dran ist, genauso barmherzig läuft sie ja auch weiter bis zum Ende der Prüfungszeit. Gott sei Dank gibt es auch da keine Verzögerung. In 1. Samuel 10 kriegen wir einen Einblick, wie exakt, ich möchte nicht sagen kleinlich, sondern wie filigran, wie fein Gott das Leben, den Alltag von jedem von uns kennt. Es geht um Saul, der hier von Samuel ganz frisch zum König gekürt wird. 1. Samuel 10, ich lese ab Vers 1. Dann nahm Samuel den Krug mit Öl und goss es auf sein Haupt und küsste ihn und sprach, siehe, der Herr hat dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt. Wenn du jetzt von mir gehst, so wirst du 2 Männer finden beim Grabe Rahels. An der Grenze Benjamins bei Zelzach. Die werden zu dir sagen, die Eselin sind gefunden, die du zu suchen ausgezogen bist. Und siehe, dein Vater hat die Esel nicht mehr im Sinn und sorgt sich um euch und spricht, was soll ich wegen meines Sohnes tun? Zunächst mal soweit. Das ist die erste Station, die ja vorhergesagt wird. Da wird es 2 Männer geben am Grabe Rahels und es wird sogar gesagt, was sie reden werden mit ihm. Und wenn wir genau hinschauen, sehen wir sogar, Gott kennt die Sorgen des Vaters von Saul, die durch diese beiden Männer ihm mitgeteilt werden. Es wird uns hier schon genau gesagt, was sie sagen werden, wo man ihnen begegnet, wie viele es sind. Dann geht es weiter. Wenn du von da weitergehst, wirst du zur Eiche Tabor kommen. Dort werden dich 3 Männer treffen, die hinaufgehen zu Gott nach Bethel. Einer trägt 3 Böcklein, der andere 3 Brote, der dritte einen Krug mit Wein. Und sie werden dich freundlich grüßen und dir 2 Brote geben. Die sollst du von ihren Händen annehmen. Danach wirst du nach Gibea Gottes kommen, wo die Wache der Philister ist. Und wenn du dort in die Stadt kommst, wird dir eine Schar von Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen und vor ihnen her Harf und Pauk und Flöte und Zither, und sie werden in Verzückung sein. Und dann hören wir noch kurz und knapp in Vers 9, dass all diese Zeichen eintrafen an demselben Tag. 2 Männer beim Grabe Rahels, 3 Männer bei der Eiche Tabor und dann kommt nochmal eine Schar von Propheten. Hier sagt Gott genau vorher, was 2 Männer tun würden, was 3 Männer tun würden und was eine Schar von Propheten tun würde und dass Saul ihnen auf seinem Weg genau in dem richtigen Moment begegnen würde. Bis dahin, was ihm hier auch übergeben wird oder was ihm mitgeteilt wird. Was bei dieser Geschichte Saul aber nicht gesagt wird, ist, welchen Weg exakt er nehmen sollte. Damals gab es ja noch nicht so eine exakte Infrastruktur, wie wir das heute kennen. Wege, wo klar ist, die würde man nehmen, von Hauptstraßen bis zu Nebenwegen. Es gab gewisse Hauptwege, aber das waren die ganz großen Routen. Und dann ist man einfach querfeldein gegangen, an Äckern, an Weinbergen, an Wäldern entlang. Das kann mal dies, das kann mal jenes sein, mal auf der Seite des Hügels, mal auf der anderen. Das wird ihm hier nicht mitgegeben. Es wird ihm auch nicht gesagt, mit welcher Geschwindigkeit er unterwegs sein soll, damit das so eintrifft. Ihm wird nur gesagt, es wird so passieren. Und er geht ganz unbefangen, ganz sorglos, so stelle ich mir das vor, hier seinen Weg. Und eins nach dem anderen trifft ein. Und das macht uns vielleicht manchmal Probleme. Dass wir denken, Gott müsse mir doch genau sagen, was ich wie, wo, wann zu tun habe. Und manchmal fallen in solche Gedanken, dass man loswerfen müsste oder dass man vielleicht jeden Tag sich von irgendwelchen Gefühlen, Eindrücken leiten lassen müsste, damit auch alles exakt so passiert, wie Gott es vorhat. Die Geschichte hier lehrt uns eines Besseren, belehrt uns eines Besseren und macht deutlich, das, was Gott vorhat, das trifft ein. Ohne, dass er uns jedes Mal vorher verstandesmäßig mitteilt, wann wir zu welcher Zeit an welchem Ort zu sein haben. Die Dinge, die er geplant hat für uns, die werden eintreffen, weil er genau weiß, mit welchem Schritttempo wir unterwegs sind und welchen Weg wir wählen werden. Und so kann er alles in seiner Vorsehung fügen.
Ich möchte schließen mit zwei Bildern, die uns Ellen White gibt in ihrem Buch Spuren des großen Arztes. In den letzten Kapiteln spricht sie viel über die Psyche des Menschen, viel über die persönlichen Bedürfnisse, was Gefühle, was Emotionen, was ja letztlich unsere Psyche, unsere Seele angeht. Sehr empfehlenswert, und da kommt sie auch zu zwei Illustrationen, die wir so nur an dieser Stelle hier finden. Seite 393, Spuren des großen Arztes. Der Töpfer nimmt den Ton und formt ihn nach seinem Willen. Er knetet und bearbeitet ihn. Er reißt ihn auseinander und drückt ihn wieder zusammen. Er feuchtet ihn an und trocknet ihn dann. Er lässt ihn eine Weile liegen, ohne ihn anzurühren. Das wären so die Zeiten der Ruhe, wo man sich vielleicht auch fragt, warum passiert gerade nichts in meinem Leben? Er lässt ihn eine Weile liegen, ohne ihn anzurühren. Wenn er vollkommen geschmeidig ist, setzt er das Werk fort, aus ihm ein Gefäß zu machen. Er gibt dem Ton eine Form und glättet und poliert ihn auf dem Töpferrad. Er trocknet ihn in der Sonne und brennt ihn im Ofen. So wird der Ton zu einem nützlichen Gebrauchsgegenstand. Auch uns will der große Werkmeister formen und gestalten, und wie der Ton in den Händen des Töpfers sollen wir in seinen Händen sein. Wir können nicht die Arbeit des Töpfers übernehmen. Unsere Aufgabe ist es, uns der Bearbeitung durch den göttlichen Werkmeister zu überlassen. Vielleicht wird das Jahr, das vor euch liegt, ein ruhiges Jahr werden. Und vielleicht ist das unangenehm, weil ihr sagt, warum geht es nicht weiter voran? Warum tut sich in diesem Jahr nichts? Aber wie wir hier in dem Bild gehört haben, manchmal muss der Ton einfach ruhig liegen, bis er vollkommen geschmeidig ist. Und dann kann er weiter bearbeitet werden. Und vielleicht ist gerade ein Bearbeitungsprozess bei euch dran. Vielleicht liegt einer vor euch in diesem Jahr und ihr wisst es noch gar nicht. Ein Prozess, in dem der Ton wirklich geknetet und zerrissen und wieder zusammengefügt, wirklich bearbeitet wird. Und wir denken uns, was ist los jetzt gerade in meinem Leben? Warum kommt ihr Schlag auf Schlag so vieles? Ich habe kaum Zeit, das Ganze zu verarbeiten. So Phasen gibt es ja auch. Dann ist es eben wieder eine Phase der Bearbeitung. Und beide Phasen, ruhig oder hektisch, haben ihren Wert. 30 Jahre Ruhe im Leben Jesu, 3,5 Jahre der größten Anstrengung. Beides gehört zu unserem Leben und beides ist wichtig für unsere Charaktergestaltung. Sie schließt dann noch ein weiteres Bild an und schreibt hier: Im vollen Tageslicht und beim Durcheinander vieler Stimmen will der Vogel im Käfig nicht das Lied singen, das ihn sein Meister lehren will. Er lernt ein paar Takte von einem Lied und einen Triller von einem anderen, aber nie eine vollständige Melodie. Dann deckt der Meister den Käfig ab und stellt ihn dorthin, wo der Vogel nur das eine Lied hören kann, das er wirklich singen soll. In der Dunkelheit versucht er nun immer wieder, dieses Licht zu singen, bis er es gelernt hat. Und irgendwann ertönt dann die vollständige Melodie. Nun wird der Vogel aus der Dunkelheit befreit und kann sein Lied auch im Hellen singen. Genauso verfährt Gott mit seinen Kindern. Er möchte uns ein Lied lehren, und wenn er es inmitten der Schatten der Bedrängnisse gelernt, wenn wir es inmitten der Schatten der Bedrängnisse gelernt haben, können wir es danach immer singen. Das Leben eines Christen ist nicht immer nur Sonnenschein. Wir haben oft genug Sonnenschein und wirklich Phasen der Freude, in denen wir hoffentlich Gott nicht aus den Augen verlieren. Es ist leichter, an ihm zu bleiben, wenn es uns schlecht geht. Not lehrt beten, das erlernen wir immer wieder. Aber in den guten Zeiten dürfen wir ihn auch nicht vergessen. Die schlechten Zeiten aber, wie wir hier hören, sind die, in denen es für ihn oft am leichtesten ist, uns zu erreichen, zu uns zu sprechen, uns Dinge bewusst zu machen, uns beweglich zu machen, geschmeidig, dass er uns formen kann. Deshalb gilt es auch, diese Zeiten anzunehmen. Und was wir in den Zeiten gelernt haben, das werden wir in den guten Zeiten sicherlich nicht mehr vergessen. Und umso leidvoller eine Erfahrung war, desto nachhaltiger ist sie nun mal. Das müssen wir einfach so zur Kenntnis nehmen, so sind wir gestaltet. Also gehören auch solche Phasen zu unserem Leben. Auch die dürfen wir nicht ablehnen, die müssen wir annehmen. Wir dürfen darüber aber nie vergessen, dass auch das alles Gottes gütigem Plan entspricht. Und so möchte ich mit einem Vers schließen, den wir in Philipper 4, Verse 6 und 7 finden, der uns gerade in solchen Zeiten helfen kann, wenn es besonders stressig ist, wenn schwerwiegende Entscheidungen anstehen, wenn Prüfungen anstehen, wenn Krisen anstehen, wenn wir uns Sorgen machen und wenn unser Verstand dieser Sorgen nicht mehr Herr wird. Sowas kann es ja auch mal geben. Philipper 4, Verse 6 und 7. Philipper 4, Verse 6 und 7. Sorgt euch um nichts. Hier gibt es keine Ausnahmen. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Der Friede Gottes ist höher als alle Vernunft. Das bedeutet, auch wenn unsere Gedanken noch so sehr recht haben, wenn wir mit all unserem Denken, wenn wir eine Sache betrachten, von vorn, von hinten, von oben und unten, unser Verstand uns wirklich zu Recht sagt, durch diese Krise kommst du heil nicht durch. Diese Entscheidungen sind so schwerwiegend, da kannst du es eigentlich nur verkehrt machen. Wenn unser Verstand noch so recht hat, der Friede Gottes wird größer sein als diese schlechten Gedanken. Das ist eine Verheißung, ein Versprechen Gottes, sofern wir im Gebet zu ihm kommen und ihm alles anvertrauen und übergeben. Ich weiß nicht, was euch Sorgen macht im Blick auf das Jahr, das vor euch liegt. Ich bin sicher, es gibt auch eine Menge, worauf ihr euch freut. Haltet euch das öfter vor Augen als die Sorgen. Ist für eure Psyche ganz wichtig. Aber wenn ihr Punkte habt, bei denen ihr euch wirklich Sorgen macht und euch sagt, wie soll ich das schaffen im Jahr, das vor mir liegt, wenn ihr euch vielleicht sogar in der Versuchung seht, zu sagen, ich hätte es gern schon ein Jahr später, dann haltet euch diese Verse einfach vor Augen und sagt euch, gerade in den schwierigen Zeiten kann ich Gott ganz besonders kennenlernen. Gerade in Zeiten der Herausforderung werde ich ein Stück seines Charakters kennenlernen, was in Zeiten der Freude so nicht möglich gewesen wäre. Gerade in schwierigen Zeiten werde ich auch mich kennenlernen und meinen Charakter und kann damit auch Gott viel besser verstehen, wenn er mich die ein oder andere Lektion lehren möchte. Vertraut darauf, dass es keine Sorge gibt, die zu groß wäre für Gott. Kein Problem, dessen er nicht Herr werden könnte. Keine Überraschung, die er nicht schon längst kennen würde. Bei mir daheim hängt ein Spruch, den ich oft lese und inzwischen natürlich auswendig kenne. Ein schöner Spruch, den ich mir immer wieder vor Augen halte. Da heißt es, Gott kommt nicht zu früh, er kommt aber auch nie zu spät. Es lohnt sich, auf Gott zu warten. Egal um was es geht, er kommt nicht zu spät und er kümmert sich um uns. Wir können nicht aus seinen gütigen Plänen herausfallen. Wir verlieren aber viel, wenn wir ständig zittern und Angst haben, weil wir meinen, wir müssten alle Herausforderungen alleine bewältigen. Das müssen wir nicht. Er kennt jeden Schritt unseres Lebens, er kennt jedes Wort, das wir sprechen werden, er kennt jeden Fehler, den wir machen, er kennt auch unsere Stärken. Er kümmert sich um alles und er führt uns genau dahin, wo wir hingehören. Amen. Ich lade euch ein, aufzustehen. Auf dem Programm steht, dass ich noch ein Gebet habe. Das möchte ich gerne auch mit euch sprechen. Ihr dürft aufstehen dazu. Unser großer Gott, unser lieber himmlischer Vater, Herr, danke, dass wir wissen dürfen, dass dein Wort es uns so deutlich sagt und dass du dich dafür verbirgst, dass wir wissen dürfen, Herr, dass du einen Plan hast für jedes Leben eines jeden Menschen, der über diesen Erdkreis geht. Danke, Herr, dass wir in deinem Leben sehen dürfen, dass du genau zur richtigen Stunde an genau dem vorhergesagten Ort zur Welt gekommen bist, was kein Mensch so hätte vorhersehen können. Weil es nicht der Wohnort deiner irdischen Mutter gewesen ist, so hast du es doch so gefügt, Herr Jesus, dass es in Bethlehem geschieht, zu der Zeit, die schon vor Grundlegung der Welt so exakt festgelegt war. Wir sehen im weiteren Verlauf des Heilsplanes, dass Daten exakt festgelegt sind. Und wir danken dir, Herr, dass auch in unserem Leben die wichtigen Entscheidungen, die wichtigen Zeiten, die wichtigen Ereignisse exakt festgelegt sind. Dass wir wissen dürfen, dass du alles kennst, was uns betrifft, weil wir dir so wichtig sind. Als Menschen ist uns manchmal doch auch Angst und Bange und wir haben Sorgen im Blick auf das, was vor uns liegt. Es hat ein neues Jahr begonnen und es gibt so manche Herausforderungen, die vor uns liegt. Manches kennen wir und viel anderes liegt im Dunkeln und wir sehen es noch gar nicht. Ich möchte dich, Herr, um deinen ganz besonderen Schutz und deinen ganz besonderen Segen bitten für die Herausforderungen, die vor uns liegen, für die wichtigen Weichenstellungen, für die wichtigen Entscheidungen, die anstehen. Möchte ich bitten um all die jungen Menschen, die hier vor mir stehen, dass du ihnen helfen mögest, die Sicherheit zu haben und damit auch die innere Ruhe, den Frieden, von dem wir gelesen haben, der größer ist als aller Verstand, größer ist als jede Sorge, die Sicherheit zu wissen, Herr, dass du unsere Entscheidungen nicht nur kennst, sondern auch führst. Dass du unser Leben beherrschst, dass du uns dorthin führst, wo wir hingehören und dass es für uns, wenn wir in deiner Hand festhalten, unmöglich ist, diesen Plan versehentlich zu verlassen. Dass wir wissen dürfen, wir werden dorthin kommen, wo du uns haben möchtest, wo wir perfekt für dich wirken können,
in der Art und Weise, die du für uns vorgesehen hast. Danke, Herr, für dieses allmächtige Vorherwissen und für deine Vorsehung, die uns Türen öffnet und schließt, die uns genial führt. Und dass wir das sehen dürfen im Blick zurück und damit tiefen Frieden erlangen können. Hilf uns in Stunden, die dunkel sind. Hilf uns an Tagen, die schwierig sind, das nicht zu vergessen, sondern fest vor Augen zu haben. Amen.